So, begrüße Sie recht herzlich zu meinem Referat zum Thema geschäftskritische Anwendungen mit PostgreSQL und möchte mich vielleicht noch ganz kurz vorstellen, respektive nicht mit Namen, sondern mehr, wo Sie mich einordnen müssen. Ich bin Gründer und Inhaber der Firma Microsystems, ein kleines Beratungs- und Entwicklungsbüro in Basel und im Aargau. Wir sind seit 20 Jahren unterwegs und Postgres setzen wir ein, als es noch nicht mal SQL kannte, also seit den 90er Jahren des letzten Jahrtausends. Und wir bieten als Firma Dienstleistungen an, eben im Bereich Entwicklung, Betrieb von Anlagen, Umsetzungsstrategien, strategische Technologieberatung, vor allem eben im Postgres-Umfeld und aber auch im Unix-Umfeld. Das ist so etwa das, was die Firma macht. Wir haben mit Postgres einige größere Sachen realisiert, zum Teil einfach von der Zeitdauer her, mit der wir schon mit Postgres arbeiten, die heute auch nicht mehr in Betrieb sind. Wir haben zum Beispiel das amtliche Schiffsregister der Eidgenossenschaft realisiert auf Postgres oder die ganze Abwicklung des Warenverkehrs auf dem Rhein, also alle Importe, die über die Rheinhäfen, die schweizerischen, gelaufen sind, sind zu einem bestimmten Zeitpunkt mit Postgres abgewickelt worden. Das ist schon lange her. Heute ist das eine SAP-Anwendung und ich habe keine Ahnung, ob es noch so gut läuft wie früher. Aha. Wenn mein Laptop sich plötzlich ausschaltet, ich habe kein Netzteil dabei, ich nehme aber an, dass er diese halbe Stunde durchhalten wird. So. Wir haben weitere Projekte mit Postgres realisiert und ich möchte mich heute dann auch auf eines konzentrieren hier und das auch vorstellen und anhand von dem so ein bisschen entwickeln, die ganze Idee, was Postgres ist. Sie sind vielleicht vor der Entscheidung, wollen Sie Postgres einsetzen oder nicht. Für mich ist es eine ganz natürliche Sache, Postgres einzusetzen, weil ich seit eh und je nichts anderes mache und auch nur gute Erfahrungen damit mache. Und das war jetzt so, was tue ich geschäftlich, was tue ich sonst noch? Ich bin ein Open-Source-Enthusiast schon lange, vor allem auch freie Unix. Ich habe jahrelang im OpenBSD-Entwicklungsteam als Kernel-Entwickler mitgearbeitet, habe vor etwa 4 Jahren das Projekt gewechselt zu NetBSD, ein anderes freies Unix. Ich bin Mitglied der Xorg Foundation, was mir die vielleicht kürzeste E-Mail-Adresse m@x.org gegeben hat. Xorg ist die Körperschaft, die das X-Window-System betreut und pflegt, also der Desktop, den Sie alle benutzen, wenn Sie mit Linux arbeiten. Mit Postgres verbindet mich, mit dem Postgres-Entwicklungsteam verbindet mich, dass ich an vielen europäischen Konferenzen Vorträge halte, meistens technischer Natur über die Anwendungsentwicklung mit Postgres, wie man gute, sichere, robuste Anwendungen schreibt, die gegen eine Postgres-Datenbank laufen. Und es ist sicher kein Nachteil, dass ich die meisten Kernentwickler von Postgres persönlich kenne und bei Fragen und Problemen so auch einen sehr direkten Kanal zu Lösungen habe. Nun, steigen wir ein ins Thema Practical Elephant Management, das Handbuch für angehende Mammuts, das sind Elefantenbändiger und das sind Sie alle, Sie sind jetzt alle angehende Mammuts hier und in dem Umfeld bleiben wir auch. Ich möchte Ihnen das Projekt elektronisches Kassensystem vorstellen des Zoo Basel. Der Zoo Basel ist eine AG, nicht etwa eine staatliche Stelle, wie viele meinen. Es ist auch nicht ein gemeinnütziger Verein, sondern es ist wirklich eine letzten Endes auch irgendwo gewinnorientierte Aktiengesellschaft in Basel. Es gilt als einer der schönsten Zoos in Europa und hat auch
eigentlich von all diesen öffentlichen Museen, Tierparks und so weiter, die es in der Schweiz gibt, die höchste Besucherfrequenz von allen. Und erstaunlich ist dieses hier. Von 1874 bis 2008 wurden die Tickets ab Rolle verkauft. Also abreißen, macht 15,30 Franken. Und das ging super schnell. Und der Zoo wäre noch heute da, wenn es nicht das Aktienrecht oder Revisionsgesetze gäbe. PricewaterhouseCoopers hat nämlich gesagt, ihr könnt so nicht mehr weiterfahren, so von Hand. Das hält keine Revision mehr statt. Ihr müsst das jetzt elektronisch erfassen. Und der Zoo Basel, der schon lange ein Kunde von uns ist, wir betreiben dort die ganzen Serversysteme und beraten sie auch schon seit über 20 Jahren mittlerweile, hat uns beauftragt, so ein Kassensystem, ein elektronisches, zu finden, zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Und wir haben eine Umfrage gemacht bei den Zoos in Europa. Wie ist das bei euch gegangen mit der Einführung eines elektronischen Kassensystems? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Und das war traurig, was wir bekommen haben. Es geht doppelt so lange, es ist viel teurer, es steigt immer aus, es war ein Riesenproblem. Und der Zoo Basel hat gesagt, so wollen wir das nicht. Bei uns muss es laufen. Wir können uns nicht leisten, dass wir riesige Schlangen an Leuten haben. Und ich habe ihnen gesagt, so ein System gibt es nicht. Man müsste es eigentlich von Grund auf mal neu entwickeln, mal richtig konzipieren. Und so, dass man auch die Abrechnung mal vernünftig bekommt, dass Pricewaterhouse zufrieden ist. Nicht, dass man schaut, wie viele blaue Rollen sind nicht mehr da, also müssen etwa 200 Leute im Zoo gewesen sein, sondern man möchte das jetzt mal richtig machen. Und so ist heute eben jetzt nicht mehr diese Kassenrollen, diese Papierrollen, sondern heute ist PostgreSQL im Einsatz hier dort. Und man muss vielleicht noch sagen, dass eine Vorgabe vom Zoo war, wenn wir das jetzt umstellen auf ein elektronisches System und auf eine relationale Datenbank, dann darf das auf keinen Fall länger dauern, dieses Eintritt abarbeiten, sondern es muss gleich schnell sein. Und ich kann Ihnen sagen, diese Damen, die waren unheimlich schnell im Verkaufen von Billets. Das sind hauptsächlich Frauen. Die meisten sind irgendwie schon pensioniert und machen das jetzt noch so ein bisschen nebenbei. Mit anderen Worten, Computer macht denen nicht unbedingt Freude, wenn man vorher jahrelang mit diesen Rollen gearbeitet hat. Und wir sind also hingegangen mit der Stoppuhr und haben geschaut, wie schnell geht ein Verkauf. Wie lange dauert es, Ausländer zu bedienen, die in Euro zahlen? Wie sind die Durchschnittsgeschwindigkeiten? Und so ein Verkauf dauert keine 10 Sekunden mit Retourgeld geben und allem. Es ist ganz erstaunlich. Und daran wurden wir gemessen. Und das mussten wir entweder realisieren oder schlagen. Und wie gesagt, wir haben ein eher komplexes Netzwerk dann. Der Zoo Basel hat heute 9 Kassen. Das sind 2 Orte, an denen Sie in den Zoo eintreten können, plus der Shop. Und wir brauchen da natürlich jetzt auch entsprechend von der Datenbank drunter ein System, das absolut stabil ist. Wir können da nicht einfach uns erlauben, dass eine halbe Stunde lang niemand in den Zoo kann, nur weil die Datenbank nicht verfügbar ist. Und so ist der Entscheid, dass wir Postgres einsetzen wollen, dort ist relativ schnell gefallen. Also das ist vielleicht auch nicht unbedingt verwunderlich, weil der Zoo ja von mir beraten wurde und ich schon lange Postgres empfehle. Aber wir können heute wenigstens auch 4 Jahre zurückschauen und in diesem Fall auf 4 Jahre Erfahrung zurückgreifen und können beurteilen, ob es ein guter Entscheid war oder nicht. Jedenfalls haben wir uns da mal für diese Datenbank entschieden und ich glaube, dass es generell sehr wichtig ist, wenn man Software auf einer Datenbank betreibt, dass man sich im richtigen Zeitpunkt auch für ein System entscheidet. Viele Open-Source-Software, die Sie finden, hat den Anspruch, auf jeder möglichen Datenbank zu laufen. Yes, we run MySQL, PostgreSQL, Oracle, whatever. Das ist wunderbar.
Weil das garantiert Ihnen nämlich, dass Sie von jeder Datenbank nur den minimalen Satz an Features brauchen können, wenn Sie so portabel bleiben wollen. Und Sie können dann eigentlich nur noch den kleinsten gemeinsamen Nenner aller Datenbanken brauchen, wenn Sie so datenbankübergreifend sein wollen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man sich mal entscheidet und dann auch die Advanced Features der Datenbank benutzt. Aber man muss sich für die richtige Datenbank entscheiden. Sonst muss man später migrieren. Und man könnte jetzt ketzerisch sagen, wer sich früher für Oracle entschieden hat, hat eben falsch entschieden. Ganz kurze Übersicht über die Komplexität dieses ganzen Kassensystems, nur so vielleicht der Vollständigkeit halber. Die Systeme laufen auf BSD Unix, sie haben Benutzeroberflächen, die mit Motif erstellt sind. Ich weiß nicht, wer kennt Motif noch? Gut. Motif ist sehr modern. Sie lachen jetzt. Es ist erst letztes Jahr wirklich Open Source geworden. Aber man kann darüber streiten, ich würde sicher niemals für eine Desktop-Anwendung einsetzen, aber für Touchscreens ist es wirklich praktisch. Im Kern vom Ganzen haben wir PostgreSQL, dann die OM-Systeme, Backends und so weiter, die alle auf diese Datenbank zugreifen, auf dieses PostgreSQL, bis hin zu LibreOffice, also diese freie Office-Suite, die auch vollständig integriert ist in das System für Spezialauswertungen, zum Etikettendrucken und so weiter. Ich möchte Ihnen noch ein paar Kennzahlen geben, und zwar nicht unbedingt Kennzahlen, die dafür sprechen, dass man wahnsinnige Datenmengen mit Postgres verarbeiten kann, sondern die vielmehr dafür sprechen, wie wichtig das ist, dass Postgres die Datenbank drunter läuft und verfügbar ist. Der Zoo Basel hat 1,8 Millionen Besucher im Jahr und an einem Wochenende wie Ostern oder Pfingsten, das sind die ganz heißen Wochenenden, da haben wir 20.000 Besucher. Da ist also auch beim schnellsten Abwickeln der Besucherströme an zig Kassen, gibt es da automatisch lange Schlangen. Und wir haben 9 Kassen, die online sind, die also nicht autonom arbeiten, sondern alle 9 Kassen greifen in Echtzeit auf die Postgres-Datenbank zu. Es ist ein Server, der dort läuft. Und es ist jetzt absolut problemlos im Einsatz seit im Jahr 2009. Wir haben am 01.01.2009 9 Uhr morgens losgelegt. Und ich war in den Ferien. Wir haben das installiert und ich wusste, es wird laufen und ich war nicht mal in Basel. Und das spricht sehr für die Stabilität von diesem System. Wir haben den Haupteintritt, der ist problemlos, aber der Zweiteintritt, im Dornbach heißt das, im Zoo Basel, der ist angeschlossen über einen alten Telefondraht, der über 100 Jahre schon im Boden des Zoo Basel vor sich hin rottet. Und über diese zwei Drähte haben wir 2 Kassen dort oben angeschlossen und hatten noch nie ein Problem. Ich habe hier da bin ich schon darauf eingegangen, dass wir uns eben früh zu Beginn des Projekts entschieden haben, dass wir das mit Postgres machen, dass wir das als Online-Anwendung machen. Man hätte auch viele andere Dinge verwenden können. Man hätte sagen können, die Kassen sind autonom und verwenden SQLite für sich zum Beispiel. MySQL kommt ganz sicher nicht in Frage, denn eine Datenbank, bei der man ein ungültiges Datum speichern kann, das kommt einfach nicht in Frage. Das ist viel zu viel problembehaftet. Und eben, wir nutzen die DB-spezifischen Eigenschaften. Und ich möchte jetzt auf eine solche Postgres-spezifische Eigenschaft möchte ich mal etwas tiefer eingehen. Ich kann natürlich unmöglich in einer halben Stunde das ganze Spektrum von PostgreSQL beleuchten. Aber eine Sache, die Sie vielleicht nicht kennen und die andere Datenbanken nicht haben, oder viele haben das nicht, möchte ich mal darauf eingehen.
Ein Anwendungsbeispiel von Postgres. Was Sie hier sehen, ist eine IBM-Kasse. Das ist eigentlich etwas völlig Unspektakuläres. Diese IBM-Kasse hat eine kleine Kundenanzeige, auf der der Kunde im Shop, sind diese im Einsatz, sieht den aktuellen Verkauf. Also was der Kassier tippt oder die Kassierin erscheint dort, das ist einfach etwas schöner als diese zwei Zeilen Displays. Und technisch gesehen laufen jetzt auf diesem Gerät zwei Anwendungen. Einerseits haben wir die Kassenanwendung auf dem Touchscreen der Kassierin. Andererseits haben wir dieses Display auf der Kundenanzeige. Und das sind zwei separate Anwendungen, die laufen, also zwei separate Prozesse im Unix-System, die auf diese Kasse laufen. Und zwischen diesen beiden Anwendungen besteht keine direkte Kommunikation. Weder kommunizieren diese zwei Anwendungen miteinander, noch wissen sie voneinander. Die Kasse ist völlig Display unaware. Ob ein Display da ist oder nicht, weiß die Kasse nicht mal. Und trotzdem funktioniert das. Und zwar funktioniert das, indem wir einen ganz spezifischen PostgreSQL-Mechanismus verwenden, eine Erweiterung von PostgreSQL, die sich asynchrone Benachrichtigung benennt. Und über asynchrone Benachrichtigung entkoppeln wir diese Anwendungen voneinander. Und das ist ein asynchrone Benachrichtigung sind ein Mechanismus, den wir an ganz vielen Orten einsetzen. Das funktioniert so. PostgreSQL kennt drei SQL-Befehle, die ich absetzen kann: Listen, Notify und Unlisten. Und die Benachrichtigung muss man sich so irgendwie vorstellen wie ein Signal, das in die Luft geworfen wird. Und wenn ich das sehe, dieses Signal, dann weiß ich, dass jetzt eben ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Uhrenturm von Edinburgh kennt. Auf dem Turm in Edinburgh, dort steht ist eine riesige Kugel. Und eben wenn Mittag ist, fällt diese Kugel runter. Und das ist eigentlich asynchrone Benachrichtigung, weil die ganzen Dörfer rings um Edinburgh, die konnten schauen, wann fällt die Kugel, und dann wussten sie, es ist 12. Aber die Kugel wusste nicht, wie viele Dörfer zuschauen. Und ähnlich ist es hier mit der Datenbank. Eine Anwendung, und in dem Fall das Display, abonniert quasi diese Benachrichtigung, das heißt, es schaut auf den Turm von Edinburgh. Und das macht es technisch mit diesem Listen-Befehl, Listen-Sale. Also wenn das Ereignis Sale auftritt, dann bekommt dieser Display-Prozess eine Benachrichtigung von der Datenbank. Und das nächste ist nun, dass die Kasse ganz normal ihren Job macht, dass sie mit Insert, Update, Delete die Daten verändert eines Verkaufs und einfach den Job macht. Und nun kommt die Datenbank ins Spiel. Denn bei PostgreSQL können Sie bei jeder Aktion, die auf den Daten gemacht wird, eine Triggerfunktion auslösen. Trigger heißt sie deswegen, weil sie eben durch ein Update oder ein Insert oder ein Delete getriggert wird. Und in einer Triggerfunktion können Sie Magisches machen. Sie können die Daten, die da im Moment geschrieben werden, bei einem Update zum Beispiel, können Sie verändern. Sie können bei einem Delete zum Beispiel im Hintergrund, ohne dass die Client-Anwendung das weiß, den Datensatz, der gelöscht wird, historisieren. In eine andere Tabelle schreiben oder eben einfach ungültig machen, sodass man im Prinzip auf einer Datenbank plötzlich zwei Sichten bekommt, die aktiven Datensätze und die historisierten. Das brauchen wir zum Beispiel, um die Ölbücher der Schiffe auf dem Rhein zu verwalten. Wenn ein Schiff umbenannt wird, dann muss man noch auf den alten Namen zugreifen können. Die MS Erika hieß vielleicht früher MS Susanne, je nachdem, wer gerade die Ehefrau des Kapitäns war.
Und dafür sind diese Triggerfunktionen in PostgreSQL sehr, sehr nützlich. Und was wir in unserem Fall hier machen, die Triggerfunktion in der Datenbank löst jetzt eben diese Benachrichtigung aus mit dem Notify Sale. Und Sie sehen, die Kasse ist da gar nicht involviert. Die Kasse macht nur ein Update. Es ist die Datenbank, die dann sagt, Daten wurden verändert. Und der letzte Schritt natürlich, das Display holt sich per Select diese neuen Daten und zeigt sie an. Wir haben also hier nochmal alles, was im Spiel ist. Das Display mit Listen und Select, die Kasse, die einfach nur Insert, Update, Delete macht und die Datenbank, die den Triggermechanismus verwendet, um solche Benachrichtigungen auszulösen. Das ist ein Feature von PostgreSQL, das sicher nicht mehr portabel ist. Wenn wir diesen Mechanismus einsetzen, können wir unsere Anwendung ganz sicher nie auf MySQL portieren. Aber sie hat riesige Vorteile. Durch das, dass ich diese Benachrichtigung im Hintergrund habe, kann ich die Anwendung völlig transparent entkoppeln. Ich könnte diese Benachrichtigung problemlos auch über einen sonstigen Softwarebus oder über ein sonstiges Message-Passing-System realisieren. Aber dann muss ich es explizit in meinem Code machen. Dann muss ich explizit zuerst ein Update machen und dann noch die Benachrichtigung rauslassen. Mit anderen Worten, meine gesamte Anwendung wird durch das Nutzen solcher Mechanismen schlanker, kleiner. Der Source Code wird kürzer. Ich komme gleich. Der Source Code wird kürzer und kürzer Source Code heißt überschaubarer, weniger Fehler. Dorthin muss man zielen. Da war eine Frage. Ja, dieser Listen-Mechanismus, der bedingt, dass das Display in diesem Fall eine permanente Verbindung mit der Datenbank aufrechterhält. Ja. Über den DB-Protokoll. Genau. Also es haben alle diese Anwendungen haben einen permanent mindestens eine Verbindung zum Datenbankserver. Muss ich ständig checken, dass wirklich etwas geändert hat, dass sich befindet nochmal neue Daten? Nein, wenn man es richtig macht. Man kann es auch falsch machen. Wenn man es richtig macht, dann brauchen diese Prozesse 0% CPU. Dann warten die in Unix, sagt man dem einen Select, oder? Ja. Es ist, wenn Sie das Technische interessiert, so, dass der Server im Moment des Notify sofort Daten über dem Socket herausschickt. Und die Software kann nun entweder von Zeit zu Zeit schauen, habe ich auf dem Socket seine Message empfangen, oder sie kann ein Select machen auf dem Socket und wird dann benachrichtigt, sofort, wenn etwas reinkommt. Und wenn man es richtig macht, kriegt man ein wunderschönes Echtzeitverhalten. Also wir haben auch schon mal auf einem Display die Kundendisplays aller Kassen des Zoos, hunderte von Kilometern entfernt von Basel, dargestellt und haben da einfach schön in Echtzeit gesehen, was läuft, weil die Verbindungen hatten auf den Server. Und das Schöne ist ja, es kann Ihrer Anwendung egal sein, ob es dort irgendwelche Clients hat, die hören und wie viele es hat. Es funktioniert einfach automatisch. Es ist für diejenigen von Ihnen, die vielleicht mal was mit objektorientierter Programmierung und Design Patterns zu tun hatten, es ist letzten Endes eigentlich das Observer Design Pattern, das hier abspielt. Kommen wir ein bisschen auf das Thema Open Source im Zusammenhang mit PostgreSQL zu sprechen und die Vor- und Nachteile und Gefahren, die das für Sie bringt. Und das Erste, was ich hier einmal anschauen möchte, weil es meiner Meinung nach wichtig ist, das ist die Lizenz, die PostgreSQL-Lizenz. Es heißt hier nämlich Permission to Use, Copy, Modify and Distribute this software and its documentation for any purpose is granted. Also ich kann damit tun, was ich will. Das ist eigentlich die klassische BSD-Lizenz.
von BSD Unix. Übrigens kommt das ganze BSD Unix auch von der Universität Kalifornien, also der gleiche Laden, der PostgreSQL hervorgebracht hat, hat auch BSD hervorgebracht. Und das ist eigentlich schon mal sehr schön für Sie. Das heißt, Sie können dieses Produkt einfach nehmen und einsetzen. Und Sie müssen nicht zuerst mit einem Channel Manager reden und Lizenzbedingungen aushalten und nachschauen gehen, wie viele CPUs haben Sie, sondern Sie nehmen es einfach. Und bitte, das ermöglicht Ihnen auch einfach mal PostgreSQL auszuprobieren. Das ist nicht wie wenn Sie Oracle kaufen, wo Sie zuerst evaluieren müssen und durch ein Jammer und durch ein Tränental gehen müssen, bevor Sie etwas haben, das läuft. Sie installieren es doch einfach mal und probieren es. Und dann stellen Sie fest, es hat die Performance noch nicht, dann probieren Sie es eben in einem halben Jahr wieder und das kostet Sie außer Arbeit nichts. Aber, und das ist ein großes Aber, es gibt keine Herstellergarantie. Jedes Open-Source-Projekt, das von jemandem gemacht wird, der bei Sinnen ist, wird so einen Disclaimer haben. In no event, auf keinen Fall kann die Universität Kalifornien für irgendwas haftbar gemacht werden. Wie war das bei Oracle? Bei Oracle können Sie nichts machen damit, aber die garantieren dafür. Hier können Sie alles damit machen, aber niemand garantiert dafür. Auf den ersten Blick hat also PostgreSQL oder überhaupt auch Open Source Software hat natürlich ein paar Vorteile. Keinerlei Lizenzkosten, das spart Budget. Es ist gratis, das ist toll. Meistens haben wir eine große Community dahinter, die das auch einsetzt. Wir fühlen uns also trotz allem nicht ganz alleine, weil es eben auch noch andere Nutzer gibt. Und wichtige Fragen, die man aber klären muss beim Einsatz, ist die Verantwortung. Wer übernimmt denn die Verantwortung für das, wenn es heißt, ihr könnt machen damit, was ihr wollt? Ich meine, Kalifornien ist ja auch bekannt als Home of the Hippies und so. Also kann man denen wirklich vertrauen, dass die da, wenn sie gestonebreakert waren, noch guten Code geschrieben haben? Ist das nicht einfach ein Haufen von irgendwelchen Enthusiasten, die was zusammenhacken? Das sind sehr schwierige Fragen und gerade auch Qualitätsmanagement in Open-Source-Projekten ist eine sehr schwierige Frage. Und das muss man alles irgendwie zuerst mal verstehen, dass man sich selber beurteilen kann, ob man das einsetzen will. Wie organisiert man den Support? Wir haben gehört, PostgreSQL, eine weltweite Community von Softwareentwicklern. Ja, wo sind die? Muss ich jetzt irgendwo, ich meine, das kennen Sie von Oracle, dass Sie in Indien anrufen müssen, wenn Sie ein Problem haben. Ist es ausgereift? Können Sie das überhaupt mit gutem Gewissen brauchen, diese Software PostgreSQL? Wenn wir dann auf einen zweiten Blick das Ganze anschauen, dann sehen wir plötzlich, dass das eigentlich noch viel mehr Vorteile hat als diese offensichtlichen, die sich immer nur ums Geld drehen. Wir können nämlich in Open Source Software Fehler beheben, wir können sie erweitern, wir können auf die Entwicklung Einfluss nehmen, wir können also uns eigentlich das Produkt auch in eine Richtung gehen lassen, in die wir es wollen. Wenn für Sie die Performance nicht stimmt in PostgreSQL, weil Sie vielleicht irgendwie ganz schwierige Daten haben oder unübliche Daten, dann haben Sie die Möglichkeit, den Code zu verändern und dafür zu sorgen, dass PostgreSQL in diesem Bereich performanter wird. Wenn ich sage, Sie haben die Möglichkeit, dann meine ich natürlich nicht unbedingt, dass Sie jetzt am Abend am PC sitzen und diesen Code schreiben. Aber Sie können zumindest schon mal jemanden beauftragen. Sie können mit jemandem zusammenarbeiten, der das für Sie tut. Und Sie können die Gewissheit haben, dass so eine Veränderung später Teil wird oder Teil werden kann vom Produkt. Es gibt also eine Art Loop. Und ich denke, da müssen auch die Dienstleisterfirmen müssen da etwas umdenken. Es ist nicht einfach ein Produkt, das ich Ihnen verkaufe. Ich kann nicht bei Oracle anrufen, schick mir 10 Boxen. Oder bei PostgreSQL anrufen, schickt mir 10 Boxen PostgreSQL und ich verkaufe die mit einer Marge von 50% Ihnen.
und habe das Geschäft gemacht. Sondern ein Dienstleister im Bereich Open Source, im Idealfall, ist selber Teil der Open Source Community, kennt eben diese Leute, weiß, wen er fragen muss und tritt gegenüber dem Kunden eben als der Dienstleister auf, der gegen Geld ihnen hilft. Und das ist zum Beispiel etwas, was meine Firma macht. Wir vermitteln ihnen ein merkantiles Einkaufserlebnis im Open Source Umfeld. Kassensystem. Ja. Ist das eine Anforderung wegen Downtime, was maximale Downtime, wie wird das garantiert? Also ich könnte jetzt etwas überheblich sagen, dass die Downtime, dass die eben klein ist, ist garantiert durch den Einsatz von PostgreSQL. Nein, meine von Kunden, was ist, Sie haben gesagt, das soll die ja. Funktionieren. Das ist eine Stunde. 5 Minuten, 1 Tag oder können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn Sie 20.000 Leute haben, die an 3 Tagen in den Zoo wollen und Sie haben eine Downtime von 1,5 Stunden? Wie tun Sie das garantieren? Haben Sie ein hochverfügbares System? Das habe ich mir da nicht gesehen. Das stand dort, das ist ein Server. Es ist nicht hochverfügbar. Ja. Und wenn unter normalen Betriebsbedingungen stürzt es nicht ab. Es ist einfach die Erfahrung. Ich kann es Ihnen nicht beweisen, aber wir haben Systeme mit RAID. Das heißt, wenn uns eine Harddisk kaputt geht, dann können wir sie ersetzen. Wir haben in Postgres eingebaut Replikationsmechanismen, zum Beispiel synchrone Replikation. Das heißt, eine Transaktion ist erst abgeschlossen, wenn sie auch auf dem Replika-Server ist. Das heißt, wir können einen Hot-Standby machen und wenn ein Problem ist mit dem Hauptserver, kann es automatisch auf den Hot-Standby zugreifen. Ja, dann machen Sie das wirklich. Ja, sie müssen, wenn sie, der Zoo Basel macht es nicht, weil er sagt, er braucht das nicht. Das ist ziemlich pervers. Ich habe nach 2 Jahren zu Basel gesagt, ich sollte das unbedingt einführen. Es könnte mal was passieren. Und sie haben gesagt, es ist nie was passiert, wir machen es nicht. Weil es kostet ja dann auch Geld, sowas zu etablieren. Und die Erfahrung jetzt hier ist einfach, es ist eine geschäftskritische Anwendung, sie wird viel benutzt und sie läuft störungsfrei. Und es gibt aber die Mechanismen, dass sie auch eine Art beweisbare Verfügbarkeit hinbekommen kann über diese Replikationsmechanismen. Nur Sie müssen sich dann auch bewusst sein, Ihre Client-Software muss auch realisieren, dass der Datenbankserver getaucht ist und muss eine neue Verbindung aufbauen können. Und wenn Sie das nicht in Ihrer Anwendungssoftware haben, dann haben Sie sowieso verloren. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir betreiben auch die Informatik der Bibliotheken in Basel, die haben ein System, wenn da nur ein einziges Datenpaket nicht durchkommt, dann kracht es. Die Anwendung ist absolut nicht in der Lage, sich die Verbindung neu aufzubauen. Das ist aber eine Anwendung, die in Java geschrieben ist, die gegen ein Bibliothekssystem läuft und die nicht von uns ist. Insofern ist es, glaube ich, eben auch wichtig, dass man mit dem Dienstleister schaut, dass er eben irgendwo in diesem Spannungsfeld Open Source, kommerzielle Informatik auch tätig ist, dass er diese Projekte auch wirklich kennt und das nicht einfach nur versteht als einfache Möglichkeit, zusätzliche Einkommen zu generieren, sondern dass es auch Leute sind, die in der Community verwurzelt sind. Und von den Schweizer Firmen, die ich kenne, das sind eigentlich viel weniger als die du aufgezählt hast, eben zum Beispiel ITOS oder so, die im Geoinformatikbereich tätig sind, die sieht man auch an Konferenzen und die tauschen sich auch aus. Oder auch Stefan Keller trifft man auch an Konferenzen an und das ist, finde ich, ein wichtiger Aspekt, oder dass die Leute eben auch das verstehen als nicht nur als Produkt. Mein Fazit aus wirklich langen Arbeiten mit PostgreSQL und Schreiben von Software für PostgreSQL ist, dass wir hier ein
es mit einem wirklich ausgereiften Produkt zu tun haben, das gibt es ja auch wirklich schon lange, dass wir eine sehr hohe Performance haben und eine gute Skalierbarkeit und dass die Performance hat vor allem in den letzten Jahren sehr, sehr stark zugenommen. Also wenn Sie noch Version 7 kennen, dann lohnt es sich, Version 9 mal anzuschauen. Es hat sich da wirklich sehr, sehr viel getan. Natürlich auch unter dem Druck von MySQL, das immer im Ruf stand, sehr, sehr schnell zu sein. Auch sehr, sehr schnell Datenverlust machen kann. Wir haben Enterprise-Features in PostgreSQL, eben diese Replikation und so weiter. Wir haben einen sehr reichhaltigen Satz an Funktionen. Wir können Stored Procedures in verschiedenen Sprachen schreiben. Wir haben Client-Interfaces für praktisch jede Programmiersprache, die Sie haben. Also es ist sehr umfangreich. Und es sind, und das ist sicher für das Umfeld, Kantone, Staat sehr wichtig, es sind Dienstleister verfügbar. Welche Version sind Sie? 9. 9.1? 9.2. Ist das, wissen Sie das, die synchrone Replikation? Ist das ausgereift? Ja, also es ist... Selbst beim 9.2 ist es eingeschaltet. Es scheint zu funktionieren. Es weiß niemand, wie viele Bugs es drin hat, weil man sie noch nicht gefunden hat, aber... Ich denke, würde so ein Bug gefunden werden, das funktioniert eben auch ganz anders als bei Oracle, oder dann wird es sehr schnell gefixt. Weil das geht wirklich manchmal Stunden oder bis das ein Bug, wenn es möglich ist, gefixt ist. Meine Kontaktdaten und ich komme damit eigentlich so langsam zum Schluss meines Referates. Wenn Fragen sind, würde ich die gerne beantworten. Ich habe noch eine kurze Frage, also es war ein sehr anschauliches Beispiel mit der asynchronen Kommunikation und die Triggers, aber sind da immer noch andere Postgres-spezifische Funktionen in der Anwendung verwendet? Und mich würde jetzt interessieren, was die da waren. Also das ist jetzt etwas, was sich nicht auf eine andere Datenbank portieren lässt, haben Sie auch so gesagt. Mhm. Und Sie haben auch gesagt, das war nicht die einzige von solchen Postgres-spezifischen Funktionen, die Sie eingesetzt haben in Zoobasen. Und mich würde jetzt interessieren, was die anderen nicht Ja, das fängt mit Postgres-spezifischen Funktionen, Store Procedures an oder Funktionen, die mir nur Postgres zur Verfügung stellt, die ich bei MySQL zum Beispiel nicht habe. Dann, dass wir eben die Eigenschaften ausnutzen, dass wir wissen, dass der Datenbankserver bei einem Notify auf den Socket schreibt und wir daher einen Selector machen. Solche Dinge, oder? Die führen dann irgendwie automatisch in den Weg der Inkompatibilität. Ja, weil Each Store und so Sachen sind da nicht. Beantwortet das die Frage? Naja, nicht mehr Postgres-spezifische Funktionen waren. Ja, das ist eine große Codebasis und ich habe sie nicht alle. Ich habe nicht alles im Kopf. Ja, es gibt. Das kann man auch machen. Zwischen zwei DBs und den gleichen DB kann man beliebig, da kann man auch filtern und machen. Es gibt tausend Wege nach Rom, das ist schon so.